So wie das schon aussieht, habe ich nicht wirklich Lust, da reinzulaufen. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu The Park. Und es könnte sein, dass das hier schon die letzte Folge unseres Ausfluges in den Horrorpark ist. Los geht's. Ich weiß nicht genau, aber laut Karte gibt es noch exakt 2 Stationen, die wir besuchen. Und dann sind wir anscheinend auch schon wieder raus, glaube ich zumindest. Okay, dann mach die Tür ruhig zu. Ich wollte hier eh nicht raus. Rückwärts. Read newspaper, eine Zeitung. Cotton Candy Corpse leaves sour taste in Parkgoers' mouth. Was? Aha. Was zum Teufel? Die haben ihren Körper gefunden, so viel ist klar. Was zum Teufel? Die haben einen zerstückelten Körper hinter dem Zuckerwattestand gefunden. Was? Was? Aha. Und das haben sie gefunden, weil da ein paar Raben irgendwas gepickt haben, was man einfach nicht gesehen hat. Und das war dann der Körper. Was ist hier? Was ist das für ein Park? Was ist das für ein gruseliges Drecksding? Da will doch keiner hin. Wer geht hier freiwillig hin? Und Nathaniel Winter hat rausgehauen. Es ist eine wahre Tragödie, wenn etwas wie das hier passiert. Also vor allem in oder an einem Ort, der hier gemacht wurde, um Freude und Happiness in die Herzen der Kinder zu bringen. Das habe ich jetzt dazu gedichtet. Das Personal des Atlantic Island Park hier geben ihre Kondolenzen, das ist glaube ich sogar ein richtiges Wort, also ihr Beileid an die Familie und die Freunde des Opfers. Und werden mit den Autoritäten kooperieren, um diesen Fall zu den Akten zu bringen. Das ist toll. Das ist ganz, ganz toll. Will mich jetzt nicht erschrecken? Ich dachte, da steht jetzt auf einmal was. Was? Ich hau ab. Was war das denn? Wackajack. Das ist toll. Was war das? Ich habe da irgendwas gehört. Ich weiß nicht, ob es Fußstapfen waren. Und einfach nur irgendwelche random Geräusche. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wo ich hin soll. Das ist ein gruseliger Wagen. Der Wagen steckt hinter allem, der ist besessen. Hör auf, dich zu bewegen. Weh, du bewegst dich. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Was ich machen soll. Wo ist der Zuckerwattestand? Ich soll doch bestimmt hier den Zuckerwattestand. Da, Cotton Candy. Hier war der Zuckerwattestand. Und hier hinten war anscheinend der Körper. Da ist eine Blutlache. Callum? Callum! Dahin kann ich was machen. Was, was? Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Kein Grund, auf mich zuzulaufen. Da ist der Körper. Der liegt hier sogar noch. So zerstückelt ist der aber nicht, ihr Schlaumeier. Weh, du stehst auf. Steh auf und ich gehe. Wirklich? Der Chipmunk ist böse. Oh, Clownsgesicht. Was lachst du mich aus, hä? So lustig ist das nicht, wenn ich mich so erschrecke, dass mein Herz aussetzt. Chat, the fucking Chipmunk steckt hinter allem. Oh, ich hätte wissen müssen, dass was hinter mir steht. Komm schon. Ich werde alt. Ich komme nicht mehr auf sowas. Verfolgt mich irgendwas? Da ist jetzt auf einmal was auf dem Wagen. Was ist passiert? Was ist das? Ich mache auch keine Spielchen. Pillen. These are mine. Ihre Pillen. Aha. Hast du ein psychologisches Problem? Sind das deine Schlaftabletten? Bitte gib... Was? Was? Say no to... Was? Graffiti. Achso. Your mother? Fragezeichen. Ich bin gerade ein bisschen high. Entschuldigt bitte. Was war da drin? Heroin? Was habe ich genommen? Wir sind alle Türen zu. Wir sind überall schicke Graffiti. Was? Fuck Gravity. Ich kann nicht schweben, warum steht das da? Ich kann das obere... Ich kann es nicht lesen. But his daughter is hot. Ich weiß doch auch nicht. You're better off... Are you better off than you were 4 years ago? Reagan im Jahre 80. Das ist toll, also 1980. Hier sind überall 1980er Graffiti. Das ist zwar ganz super und ganz cool... Und ich kann die alle kaum lesen, weil das Licht ständig so rumflackert. Das irritiert mich total. Not safe, nicht sicher. Bin ich auf einmal obdachlos? Wohne ich hier? Gebe ich mir Drogen?
Ich weiß auch nicht, soll ich hier raus? Okay, ich soll anscheinend hier raus. Das ist so ein Ding aus dem, sieht fast aus wie aus dem Krankenhaus. Hier fliegt ein Krankenhausbett in der Gegend rum. Da steht was. Hier fliegt noch irgend so ein Krankenhausding rum. What the fuck ist das? Sind das gestapelte Teddybären? Cool, weg, verschwindet. Und jetzt hängen sie in der Luft fest und haben keine Gravitation mehr. What the fuck? Ich kann um die Dinger rum, jetzt fallen sie runter. Was? Drogentrip. Da ist Callum. Was zum Teufel? Hi? Seid ihr der Joker? Wer von euch ist der Joker? Wer von euch ist der Getarnte? Ich suche den Joker. Oh mein Gott, was zum Teufel passiert? Ich bin ein bisschen high, kann das sein? Warum nehme ich mitten im Park meine Pillen? Wenn das überhaupt ein echter Park ist. Ich bezweifle inzwischen, dass das ein echter Park ist. Was? Pickled Punks. Was? Ah, nee. Pickled Punks. Keine Ahnung, was das heißt. Verpickelte Punks. Nee, keine Ahnung. Sonst noch irgendwas, was ich wissen soll? Zum Beispiel noch ein gruseliges Teddy-Geschäft. Chat the Chipmunk. Warte, hier stand doch vorhin was. Jetzt ist es weg. Chat? Hast du was damit zu tun, du gruseliger Bastard? Oh, du bist so unfassbar unheimlich. Ich gehe. Ich hau ab. Ich gehe. Lass mich gehen. Oder auch nicht. Lass mich zusammenbrechen. Und jetzt habe ich Schnitte im Unterarm. Kann sein, dass ich etwas depressiv bin und anfange, mich zu ritzen. Ja, das würde durchaus in die Story passen. Und ich kollabiere. Gute Nacht, Lorraine. Ich habe extrem einander Klatsche, ne? Nur mal so. Errungenschaft freigeschaltet. What a strange trip it's been. Was für ein komischer Trip das war. Cool. Sind die Drogen weg? Kann ich wieder geradeaus gucken, geradeaus laufen und denke nicht mehr, ich wäre ein Einhorn, das Regenbogen scheißt. Ich hab's anscheinend. Hinten gibt's nichts mehr. Ne, hier gibt's nichts mehr für mich. The park is a collage of contradictions all of its own. Millions of people die every year in car crashes. And the park has little cars designed specifically to simulate that action. Wo sie recht hat. The children scream with joy. In the sideshow alley you can walk away with 15 cents worth of mass-produced Chinese teddy bears while a grinning carny pockets your hard-earned $5. Aha. And what secrets lie beneath the sullen waters of the lake? The tears of jilted lovers, the soiled condoms of illicit affairs, the clotted blood of the lonely suicide. And the face of the witch looms over it all. Uh-huh. I always despised her toothy grin and warty nose. I hate that sparkle in her weathered, watchful eyes. I think Callum is waiting for me. Inside. Im Horrorhaus. Ich habe jetzt eine Taschenlampe. Ich kann jetzt also da rein. Gibt's da noch was auf diesem Picknick-Ding? Nein. Okay, ich soll da jetzt also wirklich rein. Du willst wirklich, dass ich in das Horrorhaus gehe. Die letzte Location, die wir noch nicht besucht haben. Vermutlich auch die übelste. So wie das schon aussieht, habe ich nicht wirklich Lust, da reinzulaufen. Ich schätze mal, als wir wirklich noch in den Park gegangen sind, die Rolltreppe hoch war noch alles gut. Und dann hat sie irgendwie einen Anfall gekriegt, deswegen wurde es auf einmal Nacht und alles wird gruselig. Ich glaube, wir laufen einfach ganz normal durch den Park und sehen einfach andere Leute nicht, weil wir in unseren eigenen Gedanken gefangen sind. Glaube ich, keine Ahnung. Mach das Licht an! Achso, es lädt. Es lädt extra die Location. Wie groß ist das Ding? Das ist toll. Jetzt habe ich Angst. Das war genug Ladezeit für ein paar Scares. Nein, tu mir das nicht. Oh mein Gott, das ist die schlechteste Taschenlampe der Welt. Außerdem muss ich die Maus extrem niedrig halten. Damit ich gerade ausgucken kann. Ich gucke quasi mehr oder weniger gerade auf den Boden. Das ist also das House of Horrors, ja? Schön. Da ist Chat the Chipmunk. Geil. Ich höre das. Ich weiß noch nicht, was Geister sind und was quasi nur hier in dem Haus ist. Ich kann es absolut nicht lesen. Atlantic Island Park has closed its gates. Okay, das ist recht offensichtlich. Der Park hat zugemacht. Wenigstens die Überschrift kriege ich auf die Reihe, die ist nicht unscharf. Hi. Wer bist du? Du bist Nathaniel Winter? Schicker Gentleman mit Hut. Ach, der Typ ist Nathaniel Winter. Nathaniel Winter ist ein... Oder Quatsch, dieser Geist, dieses komische Ding mit dem Zylinderhut, ist eine Reinkarnation von Nathaniel Winter. Jetzt weiß ich. Boah, komische Lichteffekte. Boah, nimm die Lens. Was ist das denn? Komischer Soldatentyp mit zwei Maschinenpistolen, geil. Hat mich jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen erschrocken. Danke. Was bist du denn?
Hässlicher Dämon. Hässlicher Dämon. Hier sind überall Lensflares und andere Lichteffekte. Nee, ist jetzt nicht. Was? Ich dachte gerade, die Taschenlampe getauscht. Stattdessen verschwindet der Typ einfach. Geile Scheiße. Ich fühle mich gar nicht unwohl oder so. Hi. Du bist Diablo. Ah, hi. Wie geht's? Was hier? Gar nichts. Bitte verschwind jetzt nicht einfach. Oder bitte verschwinde einfach. Mir doch egal. Solange du mich bloß nicht anfasst oder so. Und sonst irgendwas Böses machst. Um die Ecke steht Chad the Chipmunk. Damit habe ich ehrlich gesagt gerechnet. Das kriegt mich nicht, Spiel. Da musst du schwere Geschütze auffahren. Hier ist nix. Spiel, mit sowas kriegst du mich nicht. Mit sowas kriegst du mich nicht. Kannst du machen, was du willst. Was bist du denn? Siehst aus wie ein kleinwüchsiger deutscher Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Hier ist ein Generator. Toll. Bin ich jetzt in den Wartungsstockwerken oder was? Es gibt anscheinend nur einen Weg, den ich laufen kann. Und da unten ist der Schatten von Nathaniel Winter. Oder von diesem Geistertypen. Wo kommt der her? Wo steht der in Relation zu mir? Der muss da unten irgendwo sein, damit der Schatten so hoch geht. Der ist da hinten. Da hinten drin. Das ist toll. Bitte erscheine einfach nicht vor mir. Und erschreck mich. Das muss nicht unbedingt sein. Das brauche ich nicht. Das will ich nicht. Hör ich hier Chipmunk-Geräusche? Irgendwas, was knabbert hier unten. Der Typ... Kippt doch auch um. Hier überall Geräusche. Nur einfach die Geräusche von mir weg. Hier steht nichts hinter mir. Nein, hier steht nichts hinter mir. Aber auf einmal guckt mich der Typ an. Schöne Scheiße. Hi. Ich nehme an, ich soll hier hin. Ich gehe erstmal hier hinter. Oh Gott, oh. Es sind die kleinen Sachen. Es sind die kleinen Sachen, die Dinge gruselig machen, by the way. Nur mal so. Da ist noch was. Jetzt schreit sie nicht mehr nach Callum, jetzt schreit sie... Klapp dich runter, ich muss dahinter. Geh weg. Ich muss da wirklich hin. Ich muss da wirklich hin, jetzt verschwinde endlich. Ich will da hin. Da. Okay, die ist völlig fertig. Don't look at it und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss da hin, jetzt klapp dich doch mal weg. Oh mein Gott, ist das denn ernst? Lichter flackern. Ganz normal. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich sollte anscheinend nicht durch diesen Vorhang durch. Denn hier gibt es noch mehr als genug Wege, die ich nicht gegangen bin. Read Page. War ich hier schon? Ich weiß gar nicht. Oh, ich habe meine Lesebrille vergessen. Ich kann das nicht lesen, Mann. Mann, ich würde echt gerne wirklich mehr erfahren. Aber so sehr ich mich auch anstrengen. Ich kann das ums Verrecken. Hast du gerade Buh gesagt? Wirklich? Oh mein Gott. Dieses Haus, dieses Haus, dieses Haus, dieses Haus, dieses Haus. Da ist schon wieder ein Dämon. Hi, du bist hässlich. Bitte leuchte nicht oder mach sonst irgendwas. Das mache ich nicht so. Hi. Du bist der Typ mit den gekreuzten Augen. Cool, schön, dich kennenzulernen. Ja, ist in Ordnung. Vielen Dank für gar nichts. Du bist eine furchtbare Mutter. Oh ja, da sagst du was Wahres, Schatz. Was zum Teufel sehe ich da? Was ist das? Hi Nathaniel. Der läuft da rein. Ich weiß, ich soll ihm hinterher. War ja eindeutig. Was ist das? Was? Was davon ist echt und was ist nicht echt? Das ist hier die Frage, ne? Was davon? Lass mal auf rumzuflackern einfach. Das ist ein bisschen irritierend, vor allem wenn nichts passiert. Oder wahrscheinlich passiert schon irgendwas, aber ich sehe es halt nicht. Was? Hä? Was? Okay, anscheinend besitze ich sowas wie Telekinese. Denn ich... Die Taschenlampe wirft ihren eigenen Schatten, während mein Schatten hier... Was? Okay, anscheinend bin ich eine halb fliegende Taschenlampe. Ich weiß auch nicht. Darf ich hier rein? Open door. Hi? Warum gehe ich in den Keller? Nathaniel, gib mir meinen Sohn zurück. Den eigentlich ich habe. Du hast damit nichts zu tun, das weiß ich jetzt zu. Hier rechts wird, links wird auch zu sein. Geradeaus ist offen, ne? So funktioniert der Spaß. Jetzt ist die Taschenlampe ganz aus. Was ist das hier? Wo bin ich? Das sind Kinderzeichnungen, ein Kinderbuch, wie es aussieht. Nightmare Circus. Okay, kein Kinderbuch. Von Ferncom. Kann ich lesen? A circus burns to the ground on opening night, killing dozens. Also ein Zirkus brennt nieder am Tag seiner oder in der Nacht seiner Eröffnung und killt oder, ja... Tötet, Entschuldigung. Dabei Dutzende. Bla bla bla. Die Bürger als Mob machen den Betreiber fertig.
Und er verflucht irgendwen. Und er ist jetzt ein Rabe. Was? Now Raven, a dark. Ach so, Raven. Nicht der Rabe, sondern der Typ namens Raven. Ein dunkelseliger Wanderer kommt an die Ruinen bei Abend, also abends, und sucht nach seiner vermissten Mutter. Lasst die Show beginnen. Was zum Teufel, das ist irgendwie eine ganz merkwürdige Horrorstory. Okay, ich bin auch ein darkseliger Wanderer. They gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Aha. Home, bit of sweet home. I barely recognized it. Oh. Where there had been color and light, there were shadows and regrets. Das ist meine Wohnung anscheinend hier. There had been warmth, there was a bone deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum and did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now. Lost and afraid. Things never got any better. Darf ich? Okay. Das hier ist eine Nachricht, dass sie vom Strom getrennt wird, weil sie nicht gezahlt hat. Das heißt, die Frau hat nicht unbedingt allzu viel Geld und ihr geht's nicht unbedingt allzu gut. Ich schätze mal, sie ist auch drogenabhängig, wenn man das von den Pillen mal herdeutet. A shocking true story. Hunger. The true story of the Donners. Was? Was? Aha. Also irgendwie so eine Kolonne von Kutschen und die sind irgendwo gestrandet. Und dann wahrscheinlich alle gestorben an Hunger, schätze ich mal. Naheliegend. Okay, coole Story. Richtig geil. Ich schätze, das hier ist Callums Bett. Schicke Zeichnung. Geil. Callums Hut. Nicht Callen, Callum. Geil, bringt mir jetzt nicht allzu viel. Ist das? Ein Würfel, komm, dafür ist Zeit. Ich habe so ein Ding noch nie gelöst. Muss ich nochmal sagen. I love you, from Callum. Oh, wie süß, das Herz hat sogar ein Gesicht. Schade nur, dass hier alles horrormäßig ist und nichts davon war wahrscheinlich echt. Was hier? The Wilting von Susan Anscombe. Aha. Das eine solare... Ich weiß nicht, wie man das übersetzen soll. In so ein Sonnending. Ein Sonnensturm, genau. Hat die Erde getroffen. Aha, bla 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 bla. Bla 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 bla. Aha, und die Häuser von Millionen von Menschen sind kaputt. Alles geht den Bach runter. Ein junger Meteorologist sucht verzweifelt nach einem Weg, die globale Überhitzung zu stoppen. Was? Was? Und eine exotische Tänzerin namens Chance O'Hara ist der Schlüssel, um die Welt zu retten. Mal wieder. Was? Das für eine Story? Ist das 50 Shades of Grey Weltuntergang oder was? Okay, geil. Gruselige Puppe, schick und Zigaretten. Ich bin anscheinend auch Raucher. Raucherin. So viel zum Thema, das ist meine Wohnung. Was ist das hier? Read Shopping List. Milch, Käse, Brot, Butter, Korn, hier. Weißt du schon, das Zeug, was auf dem Feld wächst. Hafer? Ich weiß auch nicht. Setzt einfach irgendeine Kornsorte ein. Kartoffeln, Äpfel, Fischstäbchen und, wichtig, unterstrichen, remember, also nicht vergessen, du sollst Callum irgendwo absetzen. Die Stromrechnung ist nicht bezahlt, die haben wir ja gefunden, also dann da was daraus rührte, nämlich, dass der Strom abgestellt wird. Und den Abfluss sollst du reparieren. Das ist doch, ach, das Ding hier, ja, genau, die Spüle. Examine Wrench. Sie hat es also selber probiert anscheinend. Hat wohl nicht ganz so gut funktioniert, denn sonst wird es nicht laufen. Das ist toll. Deswegen wird es wahrscheinlich auch ein bisschen teurer. Kann ich hier rein? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich kann den Kühlschrank aufmachen. Geil. Richtig geil. Eine Flasche Wein. Der ist wohl für mich, nehme ich mal an. Wenn ich Drogen nehme und arm bin und verzweifelt, dann bin ich auch Alkoholiker. Zwei Flaschen Wasser. Irgendein undefinierbares Fleisch. Sieht aus wie von einem Hühnchen. Und da unten Eier. Sind das Eier, Äpfel? Keine Ahnung. Mach den Kühlschrank zu. Das kostet. Okay. Wo genau kommen wir hin? Ich bin gespannt und gleichzeitig will ich nicht. Weil ich nicht weiß, was noch kommt. Was ist denn hier los? Alles ist auf einmal so schön. Geil. Brief. Lorraine, I received your letter and I am quite surprised. You ran off with your father all of those years ago, then disappeared off the edge of the map, and then when I finally tracked you down, refused to answer any of my letters.
Okay, das ist von jemandem namens Karen. Ich frage mich, wer ist Karen? I have another family now. And another life. Aha, dein Vater war ein furchtbarer Mann. Ah, ist das ihre Mutter? Möglicherweise ihre Mutter. Ja, du bist mit deinem Vater vor so vielen Jahren weggelaufen, dann verschwunden, also von der Karte verschwunden, und als ich dich gefunden habe, hast du keinen meiner Briefe beantwortet. Und sie hat um das Sorgerecht gekämpft. Aha, ich kann dich nicht in mein Leben zurücklassen. Ohne diese alte Wunde wieder aufzumachen. Es tut mir leid, Lorraine, aber ich kann es nicht. Ach, die hat sie wahrscheinlich nach Hilfe gefragt. Und hat aber keine gekriegt von ihr. Das ist, schätze ich mal, meine Theorie. Schickes Schiff. Hier ist noch ein Brief. Miss Mayard, jetzt wissen wir auch, wie sie heißt. Lorraine Mayard. As we agreed in our meeting today, we consider you fully recovered from your illness. Okay. Dieser Brief kommt anscheinend von Dunwich Emergency Services. Okay, vom Krankenhaus, schätze ich mal. Und sie denken, dass sie vollständig geheilt ist. Das glaube ich nicht, wenn ich das Spiel hier durch habe. Oder ja, aufgrund der Tatsache, dass sie das alles sieht, ist sie garantiert nicht gesund. Bla bla bla. Dieser Brief ist eine offizielle Notiz oder quasi ein offizieller, ja, so ein offizielles Ding, dass sie als psychisch stabil erachtet wird. Glaubst du doch selber nicht, kann mir keiner erzählen. Aha. Und sie soll ihre Medikamente nicht länger nehmen. Ach, vielleicht hat sie das gemacht und wurde wahnsinnig. Das kann natürlich auch sein, ich weiß auch nicht. Das ist auch gut möglich. Aber es lässt sich alles zusammenfassen, als ich habe einen an der Klatsche und zwar anständig. Bla bla bla. Ach, Depression. Ich habe anscheinend eine Depression. Und die hat ganz früh bei der Schwangerschaft angefangen. Ja, als mein Mann gestorben ist, als er vom Riesenrad gefallen ist, hat das anscheinend angefangen. Aha. Und ich habe einfach die Standardbehandlung gekriegt. Wahrscheinlich dann die Medikamente, die ich nehme. Die hat sie aber nie abgesetzt. Selbst als sie als geheilt galt. Deshalb ist sie durchgedreht. Meine Theorie. Schätze ich mal. Das ist zu klein. Von was ist denn das überhaupt? Sieht aus wie ein Gericht. Da oben ist so eine Waage. Keine Ahnung, was da steht. Ich wünschte wirklich, ich wüsste, was da steht, aber es ist zu klein. Ich kann es nicht lesen. Alle Notizen hier sind so klein in dem Spiel. Furchtbar. Hier ist Exit. Aber ich denke mal, auch ohne die Notizen, die ich leider überspringen musste, weil ich sie nicht lesen kann, weil sie so klein sind, kriegen wir es auf die Reihe, die Story zusammenzusetzen. Schätze ich. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, irgendwie noch eine Folge anzufangen, die aufzuhören. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert. Aber wir durchlaufen ja immer wieder den gleichen Raum. Das ist wieder so eine Endlosschleife. Hier ist wieder dieses blöde Buch, Nightmare Circus. Hier ist nochmal Pillen. Nimm die diesmal bitte nicht. Nimm sie nicht. Ich habe nicht schon wieder Lust auf einen LSD-Trip. Was ist da? Brief. Oh, meine Lesebrille ist weg. Da ist Mr. Bear. Der hat ein braunes Auge. Ich kann mich nicht ducken, aber süß. Was ist das? Ah, wieder dieses Hangerbuch und Ventilator. Geil. Jetzt wieder überall das gleiche Zeug. Nur das Radio spinnt. Was? Warum? Callum? Große Hilfe, danke. Ich versuche hier dich zu retten, auch wenn du wahrscheinlich gar nicht echt bist. Ich kann natürlich nicht rein. Okay, soll ich jetzt einfach immer wieder hier durchlaufen und mich dabei quälen lassen? Ist das das Ziel dahinter? Anscheinend schon. Hier liegt ja auch nie was Neues. Das ist die Stimme von Callum zusammen mit der von diesem Geist. Und die sagen ein Gedicht auf, was die ganze Sache noch gruseliger macht. Ah. Okay, geil. Schön. Ihr seid richtig gute Dichter. Ich geh nochmal runter. Spiel ich hier PT oder was? Warum durchlaufe ich immer die gleichen Gänge und den gleichen Raum an sich? Warum tue ich das? Vor allem ist hier auch immer... Ach du Scheiße, was hier passiert? Hier ist immer so gut wie alles identisch. Nur hier sieht es ein bisschen heruntergekommener aus irgendwie. Hier liegt mehr Zeug auf dem Boden, darum habe ich das Gefühl. Das ist toll. Das Radio spinnt wieder. Was? Da oben links... Achso, Examen, da war die Pillendose. Da oben links ist gerade so ein random Text erschienen, habe ich mir gedacht, was zum Teufel ist das, aber es war die Pillendose. Da ist das Ding immer noch nicht repariert, da liegen, fällt mir jetzt auf, da liegen auch Tablettenschachteln drin, ne? Toll, kann ich jetzt hier rein, wo Callum drin war? Nein, kann ich nicht. Ich soll einfach immer und immer wieder hier durchlaufen, ist das denn ernst? Das ist ein umgekippter Stuhl mit einer Blutspur, die hier hinführt. Kann ich aber nicht aufmachen. Toll. Noch mehr Pillen. Ich bin anscheinend stark medikamentenabhängig. Noch so ein Stuhl. Habe ich Callum umgeschubst? Habe ich ihn umgebracht? Lebt er überhaupt noch? Allmählich fange ich an zu zweifeln, ob er überhaupt noch lebt. Ob das nur so eine Art... Das Blut auf dem Bild, oder? Ja. Ob das einfach in so eine... einfach nur in meinem Kopf ist. Da ist ein Bild von dem Geist. Toll. Was ist dieser Geist? Dieses komische Ding mit dem Zylinderhut.
Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das zu deuten habe. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich hier noch durchlaufen soll. Hi! Da hängen Babys von meiner Decke. Was? Geil. Hi, Mr. Bear. Da steht ein Baby in der Ecke und macht einen auf Blair Witch. Das ist toll. Das Buch ist immer noch das gleiche. Hangar, ja. Okay, geil. Hier sind überall Puppen. Da ist auch so eine gruselige Puppe in Callums Bett. Überall Puppen, überall Puppen, überall Puppen. Unangenehm, unangenehm, unangenehm. Da ist ein Ofen. Konnte ich mir keinen Strom mehr leisten, oder was? Habe ich einfach den Ofen an... Ist das da ein Babykopf in meinem Topf? Was? Geil. Ah, da ist ein Baby im Ofen. Das ist wieder dieses Hänsel und Gretel... Ding. Jetzt ist die Tür auf. Zeichnung untersuchen. Kann ich nicht lesen. I, und hier ist der Anfang von Callum und oben drüber From. Aha, jetzt ist die Tür auf. Shit. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Ich kann keine von meinen Türen aufmachen. Ich kann nichts machen. Ich sitze fest. Hi. Danke, schätze ich. Sollte ich mich bedanken bei dir, dafür, dass du mich rausgelassen hast? Ja, es ist ganz normal, dass Türen das machen. Das ist alltäglich. Ich kann sie nicht aufmachen. Oh, wie lange muss ich hier noch durch? Das quält mich. Psychisch. Ich meine, der Charakter ist schon so nicht psychisch ganz auf der Höhe, aber das hier macht es noch schlimmer. Was zum Teufel? Warum tue ich das? Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Jetzt habe ich mich verschluckt. Schön. Danke. Die Tür geht von alleine auf. Toll. Was ist denn hier? Es ist immer noch dieses blöde... Ja, es liegt immer noch dieses Nightmare Circus Buch. Wie lange muss ich das noch tun? Ich weiß echt nicht, wie lange es noch geht. Deswegen höre ich jetzt mal nicht auf. Ich habe keine... Was zum Teufel? Da hängt ein Leichen an meiner Decke. Bin ich auf einmal ein Massenmörder? Geil. What the fuck? Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist gerade ein bisschen zu viel. Und laut ist es auch. Da kommt einfach Blut von meiner Decke getropft, ne? Schön. Die Musik dreht auf. Wird das alles beendet durch einen Jumpscare in mein Gesicht? Ich gehe schon wieder runter. Wie lange muss ich das noch machen, Mann? Ist ja wie PT. Ist echt wie PT. Dieser niemals endende Gang, der immer schlimmer wird mit jedem Durchlauf. Und ich bin wieder hier. Was? Ich bin völlig anders. Bin ich wieder im House of Horrors? Ich bin in der Bibliothek anscheinend. Ja, Hänsel und Gretel haben uns vorhin angehört, ja? A child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time before finding his way into the mouth of an old witch. Aha. In the oldest version of the story, the mother and the witch were the same person. I never wanted to be the witch. Ooh. But I am, aren't I? Ah, sie ist also die böse Hexe in dieser Geschichte. Wenn man Callum als Hänsel und Gretel nimmt, ist sie die Hexe. Weil in einer anderen Version von dieser Geschichte ist die Hexe gleichzeitig die Mutter. Deswegen sieht sie sich jetzt als Hexe. Das ist ziemlich nah dran. Eyes without sparkle. Augen ohne, hier ohne Funken drin. Wahrscheinlich für Mütter, die ihre Kinder nicht annehmen wollen. Von QBL Publishing. Okay, geil. Und ein gruseliges Grammophon. Ich wollte gerade sagen Plattenspieler, aber Grammophon ist das bessere Wort. Schön. Eine Horrorbibliothek also. Und ein Buch. Hänsel und Gretel. Das Buch. Toll. Geheimgang. Ich wusste, dass was passiert, weil ich hier nicht weiter kann, aber auf einmal Geheimgang ist ein bisschen übertrieben, oder? Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, da reinzugehen, aber weil ich nirgendwo anders hin kann, gehen wir da rein. Schätze ich, glaube ich, fürchte ich. Was ist das hier? Ein Serviceraum? Da brennt was. Bitte lass das kein Gas sein. Zwischensequenz? Dramatische Zeitlupe und Chad der Chipmunk mit roten Augen. Chad, ich habe wirklich keine Lust.
dass du mich jetzt angreifst. Was? Hi. Ist das gerade wirklich passiert? Habe ich meinen eigenen Sohn umgebracht? Wirklich? Black Screen? Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Das ist das Gleiche, was der Typ am Anfang gesagt hat. Das ist der gleiche Typ. Take a deep breath and think about the last place you saw your son. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Was? Das war's? Ich habe die Länge des Spiels versucht, an den Errungenschaften festzumachen. Hab davon aber ungefähr, was war's, glaub jetzt drei Stück. Ne, zwei, drei Stück, weiß nicht. Irgendwie ein paar nicht gefunden und dachte jetzt, sie kommen alle noch. Deswegen wollte ich gerade nicht glauben, dass das schon das Ende war. Aber anscheinend war das das Ende. Toll. Okay, ich versuche mal die Story zusammenzusetzen. Ich glaube, nachdem wir das gesehen haben, dass dieser komische Geist ihr die, hoppala, Entschuldigung, ihr die Hände hält, während sie ihren Sohn ersticht, ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass dieser böse Geist so ein Teil sie ist, beziehungsweise ein Teil von ihr ist, vielleicht ihre böse Seite. Und den Teil, den wir gespielt haben, ist quasi die gute Seite von ihr. Und diese beiden Teile kommen in diesem komischen Park zusammen, glaube ich. Und dieser komische Park, sie hat ja gesagt, in my heart and mind I always return to Atlantic Island Park. Das heißt, in ihrem Herzen und in ihrem Kopf kehrt sie immer in diesen Park zurück. Da ist mein Sohn, der jetzt tot ist, weil ich ihn abgestochen habe. Mit einem Schraubenzieher, wie es aussah. Keine Ahnung, was das war. The Park. Mist, die Frage ist jetzt, wo sind die anderen Achievements hin, die ich nicht gefunden habe? Da gibt's noch ein paar, die fehlen. Die eins hatte noch mit Elektroschocktherapie zu tun. Das wäre wahrscheinlich vielleicht im House of Horrors gewesen. Wäre ich woanders langgelaufen, weil ich glaube, mich zu erinnern, es gab zwei Wege und ich habe einen von beiden genommen. Vielleicht werde ich noch irgendwo anders hingehen können. Vielleicht habe ich das verpasst. Keine Ahnung. Und ach ja, was ich auch noch gesagt habe, ich glaube, in der ersten Folge habe ich gesagt, hier bei Extras, ne? Wie gesagt, das ist ja quasi im Universum von The Secret World, diesem Online-neuen Spiel, was die Entwickler gemacht haben, angesiedelt. Und da kriegt man, wenn man sich hier mit Username und Passwort quasi anmeldet, also vom Account, kriegt man ein The Chipmunk Killer Outfit und ein The Woodcutter's Talismans, also mehrere Talismane anscheinend. Ich habe keine Ahnung, wofür das Zeug gut ist. Ist anscheinend legendärer Kram. Was weiß ich, ich spiele das Spiel nicht, keine Ahnung. Okay, das war's hier bei The Park. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr die Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. Weißt du, wenn du in dieser Hitman-Sicht an Ständen vorbeiläufst, überall sind Waffen des Todes. Da sind zwei Fleischermesser, ein Katana. Was haben wir hier noch? Zwei Messer. Also ist der ganze Markt, ist eher ein Waffenmarkt, als eher ein chinesischer Markt, wo Essen verkauft wird. Ist ja schlimm. Willst du den Mann wirklich erschießen, ja? Tu es und es rächt sich. Da hängt eine Palette. Das Ding wiegt über 270... Er hat ihn